herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar. Mein Name ist Mauro Heller. Bei mir heute Herbert Thomas aus der Schweiz zugeschalten und es geht heute um Learning aus 30 Jahren Börsenhandel. Hallo Herbert, grüß dich. Hallo Mauro. Freut mich, dass du heute dein erstes von hoffentlich zahlreichen Webinaren bei uns hältst, ja. Und ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast, ja. Und damit das Ganze nicht langweilig wird, würde ich dir die Steuerung einmal übergeben, Herbert. Ja, 30 Jahre Learning, 30 Jahre Börsenerfahrung. Ich komme mir vor wie so ein bisschen wie ein Dinosaurier in dieser Welt. Aber ich versuche ein bisschen was mitzugeben. Vielleicht ist das eine oder andere auch hilfreich für euch. Zuerst müssen wir hier kurz den Disclaimer einblenden und den muss ich euch vorlesen. Das schreibt die BaFin so vor oder beziehungsweise bei uns die FINMA. Die folgenden Inhalte inklusive der vorgestellten Strategien dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Derivaten wie beispielsweise Optionen oder sonstigen Wertpapierschriften oder Wertschriften dar. Gewinne in der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Gewinne schließen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Börsengeschäfte nicht für jedermann geeignet sind. Der Referent hat die Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, übernimmt jedoch keinerlei Garantie oder Richtigkeit oder Vollständigkeit der Texte, Grafiken, Stellungnahmen und Auswertungen, eine Haftung für eventuelle Verluste, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen, wird ausdrücklich nicht übernommen. Ja, ist die BaFin, die will das so. Jetzt zum Inhalt. Ich erzähle euch erst ein paar Facts zu mir, zu meiner Person. Erzähle ich euch ein bisschen von den Erfahrungen, die ich so machen durfte an den verschiedenen Handelsplätzen, an denen ich arbeiten durfte bisher. Und natürlich dann wichtig, gerade in unserem Metier, die Unterschiede zwischen Open Outcry, also dem Präsenzhandel und dem elektronischen Handel. Dann sprechen wir ein bisschen über Market Making, gestern und heute. Ich war selber lange Market Maker und die Unterschiede sind doch schon interessant zu dem, was da jetzt heute passiert. Dann gab es noch ein bisschen zwei, drei Wünsche, ein paar Worte zu Trading im Crash. Was kann man denn da tun? Ein bisschen Risikomanagement. Und am Schluss wäre ich froh auch für ein bisschen Feedback. Und zwar, wir sind dabei, ein paar Seminar oder ein Seminarmodul oder Module zu entwickeln für Derivate, für Optionen, für Futures. Ich habe ein paar Themen zusammengestellt. Vielleicht ist das eine oder andere ja spannend für euch. Und ich erkläre euch natürlich dann auch die Hintergründe dazu. Okay, wie habe ich angefangen? Also noch vor Merrill Lynch durfte ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen bei der Nassauischen Sparkasse in Frankfurt. Und hier ging eigentlich auch schon der Weg zur Börse los. Bei der Ausbildung durchläuft man eben verschiedene Geschäftsbereiche oder alle Geschäftsbereiche einer Bank. Bei mir war das relativ am Anfang die Börse. Und ich habe früher mal ganz gut Fußball gespielt und der damalige Handelschef auch. Und dann hat er den Direktor angerufen und hat gesagt, hier, der Kleine bleibt bei mir, wenn es recht ist. Und damit war der Fall erledigt. Ich habe also meine restlichen Ausbildungsperioden bei den verschiedenen Abteilungen wie Kreditabteilung, Buchhaltung etc. nur noch in der Theorie gemacht und habe meine ganze Ausbildung im Prinzip an der Frankfurter Wertpapierbörse vollbracht und eben dort gehandelt und eben nebenher die Berufsschule. Nach der Lehre kam Militär, seinerzeit noch Bundeswehr, war noch Pflicht und dann eben der Karrierestart bei Merrill Lynch, seinerzeit in Frankfurt als Sales Assistant und dort durfte ich auch so die ersten Nostro-Geschäfte, den ersten Nostro-Handel machen, damals in asiatischen Aktien. Das war die Zeit, zu denen es noch Order-Tickets etc. gab. Kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, wenn wir über Präsenzhandel sprechen. Ja, Parketthandel, Frankfurter Wertpapierbörse war sicher eines der beeindruckendsten Stationen überhaupt. Kommen wir nachher auch noch dazu, wie das alles so war, warum und wieso. Sehr, sehr spannend. 91 ging es los mit, oder beziehungsweise 89, 90 ging es los mit der deutschen Terminbörse. Und ich durfte da zur ersten
Händlergeneration gehören, die dort zugelassen wurde. Seinerzeit war das noch eine Handvoll Leute eigentlich. Und im November 2008, also beziehungsweise 2007, bin ich dann ausgewandert in die Schweiz und habe dann hier meine Advanced Finance gegründet, die ich jetzt heute auch noch betreue. Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht für Derivateprodukte beim ITI in Chicago. Kommen wir auch noch dazu. ITI heißt International Trading Institute. Und das war damals so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Mercedes unter den Optionsausbildungen, die es so gab. Und die Bank hatte seinerzeit noch Geld zur Verfügung. Da ging es der Deutschen Bank noch gut. Und dann hat die uns da hingeschickt. Das war auch eine Handvoll von der Deutschen Bank und noch ein paar andere von anderen Banken. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe heute noch Kontakt zu den Mentoren von früher und bin auch regelmäßig drüben. Jetzt geht's ja Gott sei Dank wieder nach Corona. Also daher ist es schon eigentlich eine schöne Sache gewesen. In Frankfurt, als ich noch dort gearbeitet habe, war ich Dozent für die Händlerprüfung, also für die Börsenhändlerprüfung. Das war eine, wie soll ich sagen, auch eine sehr schöne Erfahrung, wenn auch teilweise in Anführungsstrichen langweilig, weil ich hatte ein langweiliges Fach. Ich hatte Geschäftsabwicklung in einer Bank unter anderem. Das wollte keiner machen. Da haben es halt mir gegeben, weil ich der Junior war. Und mein Chef war seinerzeit im Prüfungsausschuss. Und der, wie soll ich sagen, der hat mich dann mit besonderen Aufgaben belegt. Ja, und dann ging die Karriere also ein bisschen weiter. Über Brokerage, über Eigenhandel, über Marketmaking und am Schluss war ich halt Vorstand von so einer kleinen Wertpapierhandelsbank in Frankfurt. Und dazu vielleicht auch noch ein paar Worte nachher, wie sich da die Regulierung doch verändert hat bei der BaFin in Frankfurt. Und ansonsten haben wir hier noch als weiteres Mitglied der Geschäftsleitung die Lisa Roth, ist Steuerexpertin, die kümmert sich um das ganze Treuhandwesen hier in der Schweiz und hat den Kundenkontakt eben was die steuerliche Seite angeht. Das vielleicht ein ganz kleiner, kurzer Abriss zu mir und zu meiner Person, dass ihr auch wisst, wer hier vor euch steht oder mit wem ihr hier sprecht. Und ja, zu den Erfahrungen, eben erste Anfänge, Merrill Lynch, das ist eigentlich ganz lustig gewesen. Es war noch eine recht autoritäre Geschichte seinerzeit, der Vorstand. Und auch die Kontakte, die man dort geknüpft hat, waren international. Das heißt, man ist ins kalte Wasser geschmissen worden. Es gab da keine großartige Einarbeitung oder irgendwas, sondern man musste eben einfach tun und hatte dann mit Größen wie Klaus Kaldemorgen, wenn dem was sagt, oder Elisabeth Weisenhorn zu tun. Das waren Top-Fondsmanager von der DWS seiner Zeit, mit denen man da zu tun hatte. Und dann hat man dann schon ein bisschen Respekt gehabt, wenn die angerufen haben und dann eben dort ihre Riesenorders aufgegeben haben. Dort war das tatsächlich noch so, der US-Handel, die Leute, also sprich die institutionelle Kundschaft, wir hatten dort keine Privatkunden, haben angerufen und haben die Orders durchgegeben, was sie machen, die Käufe und Verkäufe, was sie machen wollten, und wir haben es dann an die Börse New York geroutet, beziehungsweise dann die Broker dort angerufen, noch am Telefon und die Orders durchgegeben. Das war sehr, sehr wichtig, dass man hier konzentriert arbeitet, und auch die Wortwahl war sehr wichtig, dass man Fehlerquellen ausmerzt. Also zum Beispiel, man sagt nicht Kauf oder Verkauf, sondern man sagt Sell at und Pay for. Allein das schließt schon aus, dass man Kauf oder Verkauf nicht verwechseln kann, dass man eine klare Rhetorik hat, dass man weiß, was Sache ist. Das war extrem wichtig, weil sogenannte Mistrades oder Errors, falsche Seite oder sowas, was zu dieser Zeit natürlich auch öfters mal vorkam, weil es eben Open-Outcry war, beziehungsweise telefonische Orderaufgabe, ist dann immer zu Lasten des Hauses gegangen. Also da gab es keinen Pardon. Es war immer sehr wichtig, dass man hier konzentriert arbeitet. Ja, so viel zu Merrill Lynch. Später bin ich aufs Parkett, Deutsche Bank Parkett, Frankfurter Wertpapierbörse, gegangen und habe dort ganz normal den Aktienhandel gemacht, oder war einer der Aktienhändler der Deutschen Bank dort,
gab ja mehrere. Hier vielleicht zu bemerken, war ganz interessant, die Leute auf der Börse, es waren vielleicht 90% Männer, nur ganz, ganz wenige Frauen dort an der Börse zum Handel. Warum, kann ich euch nicht erklären, aber es war halt einfach so. Es ist auch, ich sage immer, es war kein Mädchenpensionat dort, sondern ist durchaus auch schon mal ein bisschen ein rauerer Ton gewesen dort, gerade von den Kursmaklern gegenüber den Händlern oder gerade speziell gegenüber den Juniors auch. Aber es ist schlicht und ergreifend so, auch dort habe ich gute Mentoren gehabt und man musste dann eben auch liefern dort. Also die hohen Erwartungen, die dort in einen gesteckt wurden, mussten auch erfüllt werden. Sonst war man da ganz schnell weg vom Fenster, weil die Warteliste für Händlerjobs war damals sehr, sehr lang. Also man war wirklich so ein bisschen wie in Anführungsstrichen, sage ich mal, privilegiert, wenn man dort handeln durfte, gerade als Bankenhändler. Wie ist das gelaufen dort am Parketthandel? Also vielleicht kennen es einige von euch noch vom Fernsehen her, vielleicht schon mal gesehen, wildes Geschrei, wildes Wuling, aber es hat alles trotzdem wunderbar funktioniert. Jeder hat eine sogenannte KV gehabt, eine sogenannte Kassenvereinsnummer, die hat man gehabt, denn die Deutsche Bank war jetzt die 7003. Die 7 markierte den Börsenplatz Frankfurt. Es gab damals noch andere Parkettbörsen, Düsseldorf zum Beispiel und Hamburg gab es noch und so weiter und so fort. Und die 3 war eben die Kennung für die Deutsche Bank. Und dann hat man eben dort ganz normal gehandelt und durch auf Zuruf quasi und hat dann immer die Trades oder die Orders, die man ausgeführt hatte, in sein Orderbuch geschrieben und später anschließend nach der Börsenzeit, die seinerzeit oder als ich dort gehandelt habe, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr war und davor und danach war halt ein bisschen Vorbereitung im Büro und danach ein bisschen nachbörslicher oder außerbörslicher Handel noch hat dann da stattgefunden. Und all diese Sachen hat man dann ins Backoffice gebracht, gegen Abend dann, nachdem man wieder im Büro war oder im späten Nachmittag und hat dem Backoffice dann das Orderbuch oder beziehungsweise das Händlerbuch gegeben und die Damen dort haben dann diese Sachen gebucht. Und am nächsten Tag musste das halt stimmen. Es gab da wie so eine Art Skontro oder es hieß Skontro und das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Art Kontoauszug. Und dort stand halt die ganzen Trades drauf, die wir gemacht haben und der Makler an der Börse hatte die Gegenseite und das musste matchen. Und wenn das nicht gematcht hat, dann hat man sich halt am nächsten Tag wieder auf dem Parkett getroffen, logischerweise, und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe falsche Seite oder so und oder Stückzahl war falsch oder solche Dinge. Und dann hat man sich dort immer einigen können, dann hat man halbe gemacht oder so und dann ging es ganz normal weiter. Als Bankenhändler war man ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bevorzugter Kontrahent, weil man ein sogenannter Vollcourtage-Zahler war. Damals gab es noch Courtage, hieß das an der Börse. Nicht mehr wie heute einfach eine Trading-Fee oder so, sondern das war eine Courtage und die Kursmakler an der Frankfurter Wertpapierbörse, die haben daran sehr, sehr gut verdient. Und dementsprechend waren die natürlich auch, wie soll ich sagen, um Bankenhändler froh. Das waren gute Kunden. Und dementsprechend hat man die auch gut behandelt. Ja, das vielleicht zur Frankfurt, zum Parketthandel, Frankfurter Wertpapierbörse, wie es da so lief. Und interessant ist auch, das Volumen, das wir dort bewegt haben, innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, war doch enorm und die Fehlerquote sehr klein. Also es hat wirklich hervorragend funktioniert. Natürlich kein Vergleich zum Volumen von heute, was elektronisch gehandelt wird, aber trotzdem war es schon immens. Ja, und dann DTB, Deutsche Terminbörse, durfte ich ebenfalls mit aufbauen. Ich war im Indexkreis oder im Indexentwicklungskreis, was den VDAX seinerzeit anging und auch bei den Indexoptionen, beim ODAX, ja, also die Option auf den DAX, durfte ich mitwirken. Das war auch so ein Arbeitskreis mit Bankenhändlern von allen dort
ansässigen Banken, damals noch Dresdner Deutsche und Commerzbank, das waren so die größten, und dann gab es natürlich noch eine ganze Menge andere, die dann auch eben dabei waren, und dann hat man dort in Zusammenarbeit mit der deutschen Terminbörse eben neue Produkte entwickelt oder Mechanismen entwickelt, wie das alles funktioniert oder wie der Handel funktioniert. Heute heißt die deutsche Terminbörse Eurex. Eurex ist ein Zusammenschluss von der Schweizer Sofex und der DTB und ist mittlerweile teilweise sogar größer als Chicago in manchen Produkten, aber eine der Top 3 Derivatbörsen weltweit. Man sieht es ja auch an der Produktentwicklung, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt. Wenn ihr mal auf die Homepage geht von der Eurex, da könnt ihr sehen, wie viele Produkte es da mittlerweile gibt und was alles handelbar ist. Also es ist Wahnsinn. Ne? Also es ist ein sensationell guter Job. Warum ist das so? Weil es ein Market Maker System ist und ein voll elektronischer Handel. Komme ich gleich nochmal dazu. Vielleicht noch 3 Worte. Ausbildung ITI Chicago, das könnt ihr auch mal googeln. Einer meiner Mentoren, das war der Sheldon Natenberg, der hat ein Buch geschrieben, Options, Volatility, Trading and Pricing. Das ist immer noch die Bibel unter den Optionsbüchern. Und wir sind dorthin nach Chicago und haben immer gedacht, okay, der schnellste Weg von A nach B ist eine Gerade. Und irgendwie haben die uns gezeigt, wie es schneller geht. Ja, es ist also extrem eindrücklich. Warum Chicago? Weil Chicago seinerzeit heute immer noch die größte Terminbörse ist, auch wenn dort auch viel Elektronisches mittlerweile. Aber Hintergrund der Geschichte ist, dass in Amerika der ganze Derivatehandel etwa 30 Jahre vor Europa schon stattgefunden hat. Das heißt, die Jungs wussten viel mehr und waren schon wesentlich weiter als wir. Wir hatten eine interne Ausbildung innerhalb der Bank. Da gab es so eine Liquidity Group, da haben wir Ausbildung gehabt. Das war auch sehr gut, aber kein Vergleich zu den Market Makern dort und was die uns gezeigt haben, wie das alles funktioniert. Das ist einfach, wie soll ich sagen, eine andere Liga gewesen. Ne? Das nächste ist, ich habe als Broker gearbeitet auch mal 3 Jahre, auch im institutionellen Geschäft. In Frankfurt, dort haben wir den Bola-Handel aufgebaut. Das ist eine ganz interessante Sache gewesen. Also Volatility Trading an sich im Insti-Bereich sind riesige Positionen. Hat auch ein bisschen teilweise was mit Dividenden zu tun gehabt. Und dann am Schluss oder beziehungsweise Market Making und Proprietary Trading. Der Unterschied zwischen Market Making und Proprietary Trading ist schlicht und ergreifend, Als Market Maker hat man seine Werte zugeteilt. Das heißt, wir haben den DAX, ganz am Anfang haben wir zu viert gemacht. Das heißt, jeder hat ein paar Aktien gehabt und einer hat noch den Index dazu gemacht. Und dann haben wir quasi als Team diese ganzen Optionen gehandelt und die Aktien logischerweise auch dazu. Beim Prop Trading ist es so, dann hat man einfach ein Limit oder ein Buch, hat man gesagt, seiner Zeit und hatte Risikoparameter zur Verfügung und durfte aber alles handeln, was man denn wollte. Das heißt, wenn ich jetzt heute Deutsche Bank handle und morgen fällt mir ein, ich möchte aber lieber den SPX handeln, dann darf ich das auch alles im Rahmen meiner Limits, die man damals hatte. Ja? Und von den Limits her oder vom Risikomanagement her war das auch ein bisschen rudimentär seiner Zeit. Also wir hatten, ihr müsst euch vorstellen, wer die Türme von der Deutschen Bank kennt in Frankfurt, dort ist es so, bevor die Türme losgehen, also dieser dritte Stock, wo alles noch in einer Fläche ist, das war alles Handel. Und dort saßen wir und unser Chef seinerzeit, ein berühmter Mann mittlerweile, saß da an seinem riesengroßen Schreibtisch und wenn einer von uns sein Limit irgendwie, wie soll ich sagen, gerissen oder annähernd dran kam, dann ist man hingegangen und hat gesagt, Herr so und so, ich bin hier am Limit und was sollen wir machen? Soll ich reduzieren oder soll ich weitermachen? Dann hieß es meistens, weitermachen, wir sind die Deutsche Bank. Und solche Sachen, das gibt's heute logischerweise alles gar nicht mehr und deshalb bin ich so dankbar, dass ich diese Zeit noch erleben durfte. Es war alles noch wesentlich mehr so ein bisschen zu Fuß, als heute alles extrem reguliert und maschinell. Ja.
bisschen was vielleicht, Unterschiede Open Outcry und Electronic Trading. Was ist es überhaupt? Präsenzhandel an den verschiedenen Börsen, also war halt eben, wie ich es eben schon gesagt habe, Parketthandel. Dort hat man noch auch gerade an den Optionsbörsen in Chicago und London gab es noch so Order Slips auch, die man dort hatte, wo man Sachen eingetragen hat. Und das musste dann auch im Backoffice verbucht werden. Wer auch da mal googelt und sich alte Bilder anschaut von den Börsen, also von der Live, also London International Financial Futures Exchange und von Chicago, ist egal, ob CBOE oder CBOT oder CME, Wahnsinn, dass das funktioniert hat. Und dort haben wir eben noch face-to-face gehandelt mit Hand Signals. Also es gab da verschiedene Zahlen und verschiedene Kombinationen, die man eben drauf haben musste. Und das sehr schnell und das auch noch verstehen von seinem Gegenüber und mit wem man gehandelt hat. Das ist schon interessant gewesen. Anders als Frankfurt, wo man einfach hauptsächlich mit dem Kursmakler, der hinter der Schranke stand, gehandelt hat. Es ist halt hier eben so gewesen, dass man auch untereinander gehandelt hat. Und die sogenannten Locals, so hießen die, ist auch eine Art Market Maker oder Proprietary Trader. Die haben immer so Westen angehabt, oder wir alle hatten Westen an mit einer Nummer. Und das war ähnlich wie in Frankfurt halt die KV. Und dann wusste man, okay, man hat mit der und der Bank gehandelt und so lief das. Ja. Auch hier gigantisches Wooling, wer das mal wirklich googeln möchte, wie das früher war. Also gerade, man nannte das in Chicago zum Beispiel, das ist der Pit, so nennt sich das, dieser Kreis, wo man dann drin steht. Und da gibt es halt für jedes Produkt so ein Pit, wo dann eben Gold gehandelt wird zum Beispiel oder irgendwelche Aktienoptionen oder eben SPX oder der VIX. Ja, der VIX ist vielleicht einigen Begriff. Das ist das liquideste Produkt weltweit mittlerweile. Das ist der Volatilitätsindex, bezieht sich auf den S&P 500, also auf den Standard & Poor's 500, der größte Index oder einer der liquidesten Indizes in Amerika, sind die 500 größten Aktien drin. Ja, wie lief es mit dem Settlement? Manuelle Verbuchung im Backoffice, ich habe es eben schon gesagt, anhand der Schlussnote an der Frankfurter Wertpapierbörse kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch den außerbörslichen Handel, wie das seinerzeit war. Das heißt, man hat durchaus auch nochmal ein Trade im Restaurant gemacht mit irgendeinem anderen Marktteilnehmer und hat es auf den Bierdeckel geschrieben und den dann ins Backoffice gebracht. Auch das gab's. Und lustigerweise hat es funktioniert. Bringt mich auch so ein bisschen dazu, dass zu der Zeit auch noch, wie soll ich sagen, die mentale Geschichte, also Wort ist Wort, hat halt noch gezählt, ja. Und an der Börse war es schlicht und ergreifend so, wenn man mal sein Wort nicht gehalten hat, dann ist im Prinzip war es der Todesstoß oder das Aus. So Leute, mit denen hat niemand mehr Geschäft gemacht. Also dementsprechend auch, wenn es mal schief ging oder man hat einen Fehler gemacht, man musste das erfüllen, sonst wäre man aus dem Geschäft gewesen. Ja. Dann ging es auch im Aktienhandel irgendwann los mit elektronischem Handel. Und zwar hier war der Hintergrund, die anderen Börsen haben schon so ein bisschen angefangen damit oder man hat gesehen, dass hier was getan werden muss. Und Frankfurt kam dann hinterher mit IBIS, integriertes Börseninformationssystem. Und zwar war das eigentlich ein Abwicklungssystem, was man gehabt hat auf DOS-Ebene noch. Das war ein ganz komisches System, aber es hat letzten Endes, okay, man hat ein elektronisches Handelssystem dann gehabt, hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Also die Leute haben es angenommen, obwohl es so kompliziert war. Und das ist der Vorläufer von Xetra. Also Xetra, Exchange Electronic Trading, ist das elektronische Handelssystem von der deutschen Börse, ist, wie soll ich sagen, mittlerweile auch sehr gut und stabil, funktioniert alles einwandfrei. Aber dadurch, dass halt immer mehr Börsen angefangen haben, elektronisch zu handeln, musste das sein. Und man sieht es auch heute am Volumen. Also in Frankfurt, wenn ihr das seht, oder auch in New York, wenn der Markus Koch da immer steht, der hat da so ein Kreuz auf dem Boden, wo er steht, wo er in die Kamera schaut und macht da sein Interview. Aber von den Handelssälen her, früher waren das 6 Handelssäle in New York, mittlerweile sind es, glaube ich, noch 3.
das letzte Mal da vor Corona. Also da vom Volumen her ist 95% oder mittlerweile sogar 98% ist elektronisch. Ja, also der Hintergrund ist, man muss eben kein Settlement mehr manuell machen. Es geht sogenanntes Trade-Through-Processing. Das heißt, man drückt auf den Knopf und der Trade läuft einfach durch und wird automatisch ausgeführt. Und wie wir alle wissen, Maschinen machen keine Fehler, sondern nur die Leute, die davor sitzen. Und Maschinen sind halt auch nicht krank oder wollen Lohnerhöhung oder sonst irgendwas, sondern es funktioniert schlicht und ergreifend. Ja, dementsprechend ist auch hier das Volumen sehr, sehr stark angestiegen. Und was viele auch nicht wissen, das eigentliche Geld im Handel oder für die Handelshäuser wird im Backoffice verdient, nicht im Handel. Deshalb ist auch, gibt's diese ganzen Fusionen oder die Fusionsverhandlungen der verschiedenen Börsen, dort auch immer hier, vielleicht der eine oder andere hat es ein bisschen mitbekommen, Frankfurt und London, ist ja auch schon viel diskutiert worden. Und dann die Euronext etc. Und man muss einen globalen Abwicklungsprozess oder Settlement-Prozess schaffen. Das ist das, womit die Börse an sich am meisten Geld verdient. Dann hier vielleicht noch auch der letzte Punkt. Automatic Exercise Assignment, das betrifft Ausübungen, Optionsausübungen. Das war ganz am Anfang von der DTB noch manuell. Das heißt, dort hat man, es ist ja so, wenn eine Option im Geld ist am Verfallstag, musste man die manuell ausüben. Und da kam es doch durchaus schon mal von zu Fehlern, weil das System noch nicht so weit war, dass man eine Out-of-the-Money-Option nicht ausüben konnte. Sprich, da kam keine Fehlermeldung. Und wenn die Damen im Backoffice vielleicht schon ein Gläschen Champagner getrunken hatten, dann kam es das ein oder andere Mal vielleicht vor, dass hier automatisch oder dass eine falsche Option ausgeübt wurde, was natürlich sehr, sehr teuer war und eine Riesenkatastrophe. Und dementsprechend hat die Börse das umgestellt. Das heißt, mittlerweile gibt es nur noch Automatic Exercise, dass jede Option, die am Expiry am Verfallstag im Geld ist, einen Cent, wird automatisch von der Börse ausgeübt in der sogenannten Post-Trading Period. Nachdem der Handel geschlossen ist, wird dann eben, wie gesagt, die Option ausgeübt. Also auch hier absolute Sicherheit. Es kann kein Fehler mehr passieren. Ja, also auch hier ein Riesenfortschritt. Market Making gestern und heute ist ganz, ganz interessant, meines Erachtens, wenn man die Entwicklung so ein bisschen verfolgt hat. Also 89, 90 ging es ja los mit der deutschen Terminbörse. Wir hatten damals 16 Aktien und zwei Futures, nämlich den Bund Future und den DAX Future. Also der DAX Future ist das Derivat auf den Index, weil ein Index an sich kann man ja nicht handeln. Ja, deshalb braucht man ein Derivat dazu. Und dementsprechend hat man eben einen Future gemacht. Das ist nichts anderes als das abgezinste Modell gegenüber dem Index. Deshalb ist der Preis ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es noch einen sogenannten Fair Value dazu. Das ist einfach die Zinsdifferenz. Und der Bund Future ist der Future auf die Staatsanleihe, auf die 30-jährige Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland. Das waren die Produkte, die wir seinerzeit hatten. Vom Quoten her, ja, also Market Maker, wie der Name schon sagt, wir waren dafür bezahlt, Preise zu stellen, also Liquidität zur Verfügung zu stellen, und haben als Gegenleistung dafür so gut wie keine Gebühren bezahlt bei der Börse. Ja? Also das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Market Maker müssen Quotes stellen, müssen Liquidität zur Verfügung stellen. Dafür gab es ganz enge Regeln, wie lange die Quotes im Markt bleiben müssten, welche Stückzahlen man stellen musste. Und da gibt es sogenannte Quote-Requests. Das habt ihr heute noch in der TWS, wenn ihr deutsche Produkte handelt. Da gibt es einen Button, der heißt RFQ, Request for Quote. Und da müsst, wenn ihr da drauf drückt, dann geht so ein kleines Fensterchen auf und dann könnt ihr da eine Stückzahl eingeben. Und dann muss der Market Maker, der kriegt dann ein Signal und muss dann die Option quoten.
Ja, das bringt natürlich nichts. Wenn eine Option sowieso schon auf 10 Cent gequotet ist, dann kann der ja nicht dazwischen. Ja, also das ist einfach nur, wenn irgendwo kein Quote oder kein Markt da ist, dass der Marktmaker darauf aufmerksam gemacht wird, dass er dort eben einen Quote stellt und dementsprechend Liquidität dem Markt zur Verfügung stellt. Und dann können die Händler oder die Marktteilnehmer eben handeln. Ja, das waren, wie soll ich sagen, eine Handvoll Market Maker ganz am Anfang, eben von den Großbanken ein paar. Die WestLB in Düsseldorf war auch noch sehr groß seinerzeit und Trinkhaus. Und das war es im Prinzip. Und dann kamen halt immer mehr US-Market Maker oder Handelsfirmen dazu. Und wie soll ich sagen, die Jungs haben uns ein bisschen die Hosen ausgezogen, weil sie es eben einfach besser konnten. Also, ja, wir waren ja recht neu. Trotz Ausbildung ist man immer noch ein Rookie gewesen am Anfang. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man alles sofort 1:1, auch in der Geschwindigkeit, wie das die US Boys konnten, dann umsetzen konnten. Ja? Heutzutage es gibt schon noch Market Maker, natürlich, aber es sind einfach mittlerweile Quote Machines. Das heißt, die heutigen Market Maker sind mehr Programmierer als eigentlich Händler in Anführungsstrichen, weil aufgrund der Vielzahl von Produkten und der Vielzahl von Optionsserien, die im Markt sind, kann das ein Market Maker gar nicht mehr von Hand quoten. Das ist schlicht nicht möglich. Ja, also das wird über ein sogenanntes Volatility Surface vom Vortag gemacht. Das heißt, man legt die Volatilität der Settlement-Preise über den Markt, also über der Schlussabrechnungskurse des letzten Tages, über den Markt und schaut dann, okay, wie passt das zum heutigen Markt? Geht es einigermaßen? Das ist auch ein Grund, warum ich immer sage in den Schulungen, hey Leute, wenn es nicht zwingend notwendig ist, handelt erst nach 9.30 Uhr. Bis alle Quote-Machines laufen und alle Modelle adjustiert sind, dauert es halt ein bisschen und dementsprechend muss man nicht, wenn es nicht zwingend notwendig ist, gleich am Anfang handeln, sei denn man schließt Positionen. Ein weiterer Vorteil vom elektronischen Handel ist natürlich hier, sind Electronic Eyes. Electronic Eyes verhindern Mistrades. Ja, das heißt, früher war das immer noch mal so, dass ein sogenannter Fehltrade oder Mistrade entstand, wenn keine Quote im Markt waren oder die sehr breit waren, weil das Regelwerk noch nicht entsprechend da war oder in illiquiden Produkten. Dementsprechend wurde dann mal eine Order zum schlechten Preis ausgeführt. Mittlerweile gibt es eben diese Electronic Eyes und die machen Folgendes. Die stellen sich, selbst wenn keine Liquidität da ist und eine Market Order zum Beispiel kommt rein, dann stellen diese Electronic Eyes sich so auf, dass sie einen regelkonformen Preis zeigen, den der Kunde dann handeln kann. Das passiert manchmal so schnell, dass es das menschliche Auge nicht erkennen kann. Ja, also wenn man irgendwo eine Order eingibt, in einem illiquiden Produkt zum Beispiel oder in einer Serie, die weit weg ist, stellt man eine Market Order ein. Es gibt immer noch Leute, die machen das. Ich empfehle ausdrücklich, bitte keine Market Orders, handelt immer mit Limit. Das schützt euch selbst. Dann gibt es diese Electronic Eyes. Der Riesenvorteil ist für die Kunden oder für die Marktteilnehmer ist, dass es eigentlich ein extremst fairer Handel ist. Ja, also der elektronische Handel. Ja, während beim Open Outcry, ich habe schon mal gesagt, Chicago Market Making oder auch bei uns ganz am Anfang, so war so ein bisschen License to Steal. Ja, weil wir hatten gewisse Rechte oder speziell in den USA haben die Market Maker noch am Anfang ein bisschen mehr Rechte gehabt, das ist auch eingeschränkt worden. Aber das war schon ein, wie soll ich sagen, ganz am Anfang ein bisschen wilder Westen. Aber auch dann sind die Regeln immer strenger geworden, das Regelwerk immer besser, sowohl bei uns an der Eurex als auch logischerweise bei den anderen Börsen. Und dementsprechend gibt es mittlerweile eigentlich keine Mistrades mehr. Also daher super Sache. Das bringt mich noch zu einem Thema, was ich hier noch aufschreibe oder was mich die Leute auch gefragt haben, der böse Market Maker. Das höre ich immer mal wieder, dass irgendwelche Stop-Orders abgefischt werden oder so irgendwas. Das sind Märchen. Also schlicht und ergreifend Märchen. Und zwar ist es so, dass dadurch, dass es ein elektronischer Handel ist,
ist es anonym und man sieht keine Stop-Orders. Also weder der Market Maker noch sonst irgendjemand kann Stop-Orders sehen. Das konnte man noch ganz früher in Frankfurt auf der Parkettbörse, als der Kursmakler sein Orderbuch hatte und der ja noch mit der Hand da reingeschrieben hat, die Orders. Also wenn ich da jetzt eine Order aufgab, keine Ahnung, 10 Deutsche, 3 Brief oder so, dann hat er das da reingeschrieben und dann kamen andere Orders rein und dann konnte der das sehen. Aber heutzutage im elektronischen Handel ist das schlicht ein Märchen. Also anonymer Handel, voll elektronisch, Börse garantiert die Erfüllung von jedem Trade. Also daher könnt ihr euch wirklich, also wenn euch jemand sowas erzählt, das könnt ihr getrost vergessen. Ja, okay. Dann gab es noch einen Punkt, so ein bisschen auch eine Frage oder ein Wunsch von einem Teilnehmer. Was ist denn im Crash? Wie verhält man sich denn im Crash? Das Wichtigste oder auch was ich gelernt habe seinerzeit ist einfach keine Panik und kühlen Kopf bewahren. Ich weiß, kühler Kopf bewahren hört sich einfach an, aber es ist schlicht und ergreifend so, wenn man eine gewisse Routine mit der Zeit hat und vielleicht schon ein paar Tage im Markt ist, dann wird man relativ emotionslos. Und das muss man auch im Handel. Man darf nicht mit Emotionen handeln. Das heißt, man analysiert nüchtern seine Position und braucht ein positives Mindset. Und es macht keinen Sinn, selbst wenn man völlig hinten liegt oder auch einen Mistrade oder so irgendwas mal hat, einfach mit Panik eine Position zu schließen, sondern im Gegenteil, man schaut sie erstmal an. Das heißt ja nicht, dass alles immer gleich gegen einläuft. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich gelernt habe, das war in der Brokerzeit, eben melden macht frei. Und zwar einen zweiten Trader hinzuziehen, wenn da irgendwas war, das hat unser Chef seinerzeit wirklich eingetrichtert, wenn irgendwas schief läuft, Hand heben, sagen, hey, pass auf, ich habe ein Problem. Und dann kommt jemand dazu und hilft. Und dann ist man auch sofort diese Blockade los. Oftmals, das habe ich auch bei Juniors erlebt, die ich selber ausgebildet habe, wenn irgendwo ein Problem war, dann ist man wie blockiert. Weil man hat jetzt eine Position, die man nicht haben will, aus irgendeinem Grund oder irgendwas läuft gegen einen und man weiß nicht, was man tun soll. Dementsprechend immer oder wenn möglich, ich weiß, dass es nicht immer möglich ist, einen zweiten hinzuzuziehen. Und dann ist es so, 4 Augen sehen mehr als 2 und dann kann man sich aus der Position raus manövrieren. Ja? Also emotionslos handeln ist wirklich, also Angst und Gier und all das, was ihr immer in diesen Standardgeschichten hört, ist schon ein bisschen was dran. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich komplett emotionslos handeln, eiskalt die Sachen analysieren, sagen, was ist Sache und dann schauen, hey, wie komme ich da raus, was kann ich tun? Zu diesem Punkt, was auch immer noch so eine oder oftmals kommt, ja, ich kann doch mit Stop-Orders arbeiten, dann komme ich doch raus aus meiner Position, also speziell bei Aktien oder manche machen sogar bei Optionen. Hier ist ganz wichtig zu wissen, Stop-Orders sind nicht garantiert. Ja, Stop-Orders, man kann die eingeben, aber von der Vorgehensweise, was macht das System? Also ich stelle jetzt eine Stop-Order in das System und dann wird der Stop getriggert. Und in dem Moment, wo der Stop getriggert wird, wird eine weitere Order, nämlich mit dem Stop, in den Markt gestellt. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht es erstens nach Limiten und zweitens nach Timestamp. Also je nachdem, wann die Order reinkam. Bei Market Orders, logischerweise werden die sofort oder als erstes in den Markt gestellt. Hier ist das Problem in liquiden Märkten. Ja, also in wirklich liquiden Märkten, in Blue-Chip-Aktien etc., werden die auch zu 90% oder 95% sofort ausgeführt. Muss man sich keine Gedanken machen. Funktioniert. Gibt man eine Stop-Limit-Order ein, dann ist es so, dann stellt das System ja eine Limit-Order ein, nachdem der Stop getriggert wurde. Und dann, wenn der Markt jetzt tiefer, also wenn der nächste Preis nach dem Stop-Level tiefer ist als mein Limit, dann steht einfach eine Brieforder im Markt und der Markt handelt weiter runter und ich werde eben nicht ausgeführt. Ja, das sind die Gefahren
bei Stop Orders. Und das möchte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen. Wenn ihr mit Stop Orders arbeitet, bitte denkt dran, dass sie nicht garantiert sind. Ich höre auch oftmals im Optionsmarkt mit Stops arbeiten. Geht, wir machen das in einem Handelssystem auch, im SPY beziehungsweise im SPX. Dort ist es so extrem liquide, dass wir uns das leisten können. Ja, in anderen Märkten empfehle ich das ausdrücklich nicht. Ja, weil die Gefahr ist, dass man eben ein durch das Electronic-Eye zwar keinen Mistrade macht, aber einen unter Umständen dem Regelwerk schlechtest möglichst entsprechenden Preis bekommt. Während beim SPY, also der kleine Bruder vom SPX, ist die Liquidität so derartig groß, dass man das hier wagen kann. Ja, also das ist durchaus machbar. Ja? Okay. Riskmanagement war auch noch so ein Ding. In den Schulungen oder auch sonst in den Konten, die ich sehe, das ist ein bisschen für die Optionsleute oder für die Derivate-Leute, Margin-Auslastung ist so eine Faustregel. Ich persönlich bevorzuge einen Wert so von roundabout 50%. Ja, jetzt kommen wieder die Argumentationen, ja, aber da liegt ja 50% des Geldes oder 50% der Assets leer rum. Ja, das ist ja nicht ganz korrekt. Sondern Margin kann ja auch oder nicht nur durch Cash dargestellt werden, sondern eben auch aus Aktien oder die Institutionellen machen das mit Staatsanleihen in der Regel. Aber eben meine Aktie wird ja auch als Margin verwendet, die wird beliehen. Wird zwar nicht wie Cash zu 100%, aber bis zu 80%. Ja? Das heißt, man kann hier wunderbar auch hier seine Liquiditätssteuerung über konservative Aktien steuern so ein bisschen und verkauft halt ein paar Calls drauf oder macht sonst was damit. Also man kann die Margin-Auslastung so wunderbar steuern. Die Gefahr ist, oder warum sage ich 50%? Der Hintergrund ist, wenn wir Marktphasen haben, wie jetzt, also das letzte halbe Jahr war das schlechteste erste Halbjahr seit 1972, meine ich gelesen zu haben, oder seit 1970 sogar. Das heißt, wir haben eine extreme Volatilität und wenn die Volatilität steigt, steigt auch die Margin-Auslastung. Also bei uns an der Eurex, da haben wir ein System, das nennt sich Prisma. Das ist das Portfolio-related Margin-System und das erkennt, also hat verschiedene Parameter halt, und das erkennt, wenn die Volatilität steigt, wenn extreme Marktbewegungen sind und dann sagt das System, hey, Angst, 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 ich brauche mehr Margin und dann gehen die Margin-Anforderungen hoch. Diejenigen unter euch, die Interactive Brokers verwenden in irgendeiner Form, kriegen meistens von Interactive sogar eine Ankündigung per E-Mail. Okay, wir erhöhen die Margin dann und dann. Das ist sehr komfortabel. Zusätzlich ist es sowieso so, dass IB etwas mehr Margin nimmt, als die Börse vorschreibt. Das ist nochmal ein weiterer Sicherheitspuffer. Also ich sehe es nicht negativ. Ich habe auch Kunden, die sagen, ja, aber das ist ja unfair, wieso müssen wir denn mehr zahlen? Nein, das ist eher mal ein Sicherheitspuffer für alle Marktteilnehmer, weil die Börse an sich garantiert ja die Erfüllung eines jeden Trades und dafür müssen wir halt Margin hinterlegen. Ja? Wie mache ich das oder wie mache ich mein Risk-Management am besten, indem ich den Risk-Navigator im Auge behalte? Das ist im Prinzip das Kernstück der TWS. Ich sage immer zu den Leuten in der Schulung, hey, an langen, dunklen Winterabenden könnt ihr euch mit dem Ding ausgiebig beschäftigen. Es ist wirklich hilfreich, weil ihr braucht letzten Endes für euer Risikomanagement nichts anderes, als einfach den Risk-Navigator euch jeden Morgen anzugucken. Und dann seht ihr sofort eure Krisen, wie die aussehen. Also wenn Derivate im Portfolio sind, dann ist der nächste Punkt Kriegs verstehen und richtig interpretieren, ja, und dann, das kommen wir auch wieder zu handeln im Crash, das kommt auch ein Punkt dazu, gegenläufige Positionen verringern die Margin. Das heißt, wenn ich jetzt eine Position habe, die völlig unter Wasser ist und gegen mich gelaufen ist, dann kann ich die teilweise umdrehen oder ich verändere die Kriechen ein kleines bisschen, so dass mir wieder Margin bringt, also Richtung
Delta-neutral, sage ich jetzt mal, für die Leute, die Optionen handeln jetzt, will jetzt nicht zu sehr ins Optionsgeschäft reingehen, ist es ideal. Das heißt, man hat am wenigsten Risiko. Also hier gibt es eine ganze Menge Sachen, aber eben gerade der Risk Navigator und die Griechen lege ich euch doch sehr ans Herz. Beschäftigt euch damit. Es ist wahnsinnig viel wert, wenn man versteht, wie das funktioniert. Das Ergebnis davon, was hinten rauskommt, ist das Position Breakdown. Wir haben das damals noch manuell gelernt, also bei uns in Chicago in der Ausbildung. Wir hatten eben noch keinen Risk Navigator. Ja, da gab es Vola-Sheets und es gab Zettel, wo Positionen drauf standen. Und dann gibt es ein System, wie man Risiken aus einer Position rausnimmt, wie man Risiken eliminiert, dass am Schluss nur noch eine Kernposition da ist. Und das ist das Risiko und damit kann man dann umgehen. Das ist jetzt für hier ein bisschen komplex, aber kommt vielleicht in einem der Seminare oder der Webinare, die wir machen, für diejenigen unter euch, die vielleicht sich für das Thema interessieren und schon ein kleines bisschen fortgeschrittener sind. Hier ist jetzt, das sind die Seminarmodule, die ich mal so am Anfang als ersten Gedanken so ein bisschen zusammengeschrieben habe. Das würde ich ganz gerne machen. Und zwar hier ist auch euer Feedback sehr, sehr erwünscht und hilfreich, weil der Hintergrund der Geschichte, warum machen wir das? Es gibt wahnsinnig viele Optionsseminare auf dem Markt und die sind aber alle in Anführungsstrichen, sage ich mal, same, same, but different. Ja, das heißt, es wird ein bisschen über Finanzmarkt an sich erklärt und so weiter. Dann gibt es ein paar so Core-Strategien, die den Leuten gezeigt werden. Von Riskmanagement wird relativ wenig gesprochen. Aber wir haben uns gesagt, wir würden gerne Module machen. Das heißt, diejenigen, die ganz am Anfang sind, die können natürlich ein Modul nach dem anderen sich antun und lernen. Aber diejenigen, die zum Beispiel schon ein bisschen weiter sind, da muss ich jetzt nicht mehr mit Grundlage Finanzmarkt anfangen und wie funktioniert Präsenzbörse oder wie funktioniert Terminbörse, sondern die sagen vielleicht, hey, die Griechen, die interessieren mich. Ja, da bin ich noch nicht so richtig fit. Und die buchen dann das Modul Griechen, ja, und so weiter und so fort. Das was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, sind diese erweiterten Strategien. Das könnt ihr auch mal googeln, ein Options Tree. Und zwar seht ihr da, wie ihr Positionen mit ganz kleinen Einschnitten oder ganz, ganz wenigen Handgriffen massiv verändern könnt. Ja, das ist der sogenannte Options Tree. Wir haben dem internes Alien gesagt. Das ist so der Nickname dafür. Ja, also, wie man Positionen verändern kann. Das ist halt schon fortgeschrittenere Sachen. Position Breakdown, das habe ich gerade angesprochen, ist für mich noch das Spannendste an allem, nach wie vor. Ja, und selbst ich betreue auch ein paar komplexere Portfolios in beratender Funktion. Und wenn ich ab und zu nicht mehr weiter weiß, dann schreibe ich dem Shelley eine E-Mail und sage, hey, kannst du mir mal helfen? Ja, man lernt nie aus, will ich damit sagen. Ja, weil es ist so komplex teilweise, aber es ist halt ein Thema, was wahnsinnig viel Spaß macht. Und das geht natürlich auch in das Risikomanagement vom Gesamtportfolio rein. Also das heißt, man kann mit Derivaten natürlich wunderbar sein komplexes Portfolio optimieren, sage ich jetzt mal, oder auch hedgen, je nachdem, wie man es möchte. Es gibt x verschiedene Varianten, wie man das tun kann. Und ganz, ganz spannende Sachen. Aber all diese Dinge, das würden wir gerne in verschiedene Module packen und dann ist es ein sehr, sehr fairer Deal, auch für euch. Das heißt, ihr müsst nicht in ein 3-Tage-Seminar für Tausende von Euros buchen, sondern könnt einfach die Module buchen, die euch gefallen. Ich werde es logischerweise noch ausarbeiten und dann mit den Subtitles versehen, also sprich, was daneben die Unterthemen sind, was da drin vorkommt. Des Weiteren könnt ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen Feedback geben. Ist euch sowas lieber als Webinar, als online? Oder wäre es vielleicht spannend, wenn man so ein Gesamtmodell macht als Präsenzseminar? Also wenn es das Komplette, bieten wir natürlich dann auch noch an, wenn jemand alles haben möchte. Also einfach, wir sind hier noch recht am Anfang.
Aber wir wollen natürlich das bestmögliche Produkt machen für euch, dass ihr da Freude dran habt. Und es soll, wird auf jeden Fall sehr, sehr fair gepreist und soll eigentlich allen Spaß machen. Und wir wollen uns ganz klar von diesen Marktschreiern abgrenzen, die euch irgendwelche horrenden Renditen versprechen und verstehen die Hälfte von ihrem eigenen Geschäft nicht. Dementsprechend sagen wir nein. Wir wollen, dass die Leute verstehen, wie so ein Portfoliomodell in Gänze funktioniert, wie einzelne Optionen und Futures funktionieren und so weiter und so fort. Ja, oder Gesamtportfolio-Management. Und das einfach fundiert und auch mit den Hintergründen dazu, so dass es passt. Also dazu bitte gerne an mich oder an Mauro oder wie auch immer, wen ihr schreiben wollt, da bisschen Feedback, wären wir sehr dankbar. So, jetzt habe ich euch eine Stunde lang hier vollgequatscht. 54 Minuten, meine Herren. Ich dachte, ich bin in 30 Minuten durch. Aber wie es halt so ist, wenn man mal im Flow ist. Wenn ihr Fragen habt dazu, jederzeit eben gerne an mich oder eben Mauro ist da oder sonst. Auf jeden Fall. Meine, ne? Also daher, Mauro, hast du noch Fragen oder irgendwelche Anmerkungen oder? Nee, alles super, super Vortrag. Ich habe ja sogar, Mensch, der Siggi, der sagt, der ist noch von der alten Schule. Siggi, den kenne ich auch schon ewig. Der sagt, Herbert, am liebsten Präsenzseminare. Ja, hätte er. Okay. Aber die kann er ja auch haben, ne? Ja, das können wir auch machen, ja. Ja, ist einfach, wie es gewünscht ist, ja. Ich sage immer, unmöglich ist, wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Ja. Also, ja. Also daher, nee, können wir gerne machen, klar. Ne? Nein, aber perfekt. Also du hast hier tatsächlich mal ein paar Einblicke gegeben. Ja, also tolles Seminar. Ich denke, das war ein guter Anfang und darauf können wir definitiv weiter aufbauen. Ja, und ich denke, dann ist sicherlich auch das ein oder andere, wo es ein bisschen mehr in die Materie geht, sicherlich dann auch dabei. Ne? Das war ja jetzt mal, damit die Leute wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Ja, und ich denke, das hast du mehr als unter Beweis gestellt. Ja, also eben, ich wollte nicht zu spezifisch jetzt reingehen und es ist ja kein Optionsseminar jetzt hier, sondern einfach mal so einen allgemeinen Einblick, wie es denn früher war und was heute, was so die Unterschiede sind und worauf man achten muss. Und es ist ja schon eine, wie soll ich sagen, mittlerweile eine sehr, sehr komplexe Welt geworden, der Finanzmarkt. Und vielleicht auch noch ein Hinweis oder ein Wunsch, wenn ein paar Jüngere dabei sind, bitte nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit Finanzmarkt, mit Börse, weil ich sage es meinem eigenen Sohn immer, für den habe ich auch ein Konto gemacht und mache ihm ein paar Strategien da rein, ihr werdet keine Rente mehr bekommen. Das heißt, ihr bekommt vielleicht schon noch eine, aber ihr werdet nicht davon leben können. Dementsprechend beschäftigt euch wirklich mit Finanzmarkt. Wir unterstützen euch, wo immer wir können. Ich bin da immer sehr dafür, gerade junge Leute auch zu unterstützen. Und es ist wirklich ein wichtiges Thema. Ja. Perfekt. Ja, dank dir, Herbert. Jo. Ja, also was genau in der Zeit. Ich freue mich auch auf München mit dir gemeinsam. Ja. Ja. Halten wir zwei Jahre mal einen Vortrag. Ja, ich bin der Vorreiter und du baust dann letztendlich weiter darauf auf. Ja. Also freue ich mich sehr auf den kommenden Samstag mit dir. Ja. Ja, ja. Da sprechen wir ein bisschen über effizientes Portfolio-Management mit Optionen. Da können wir ein bisschen mehr in die Zusammenhänge gehen, wie was funktioniert. Ist wirklich ein spannendes Thema. Kann man, wie soll ich sagen, selbst wenn man nicht alles am Anfang an versteht, was logischerweise auch nicht erwartet werden kann, man kriegt aber trotzdem ein paar Ideen, ein paar Ansätze wenigstens, die man sich zumindest mal überlegen kann. Definitiv. Ja, ansonsten vielen Dank für den super Start, den du hier hingelegt hast bei uns. Sehr, sehr gerne. Die Zuschauer und ich, wir freuen uns sicherlich auf mehr von dir. Ja, wir wollen mehr Herbert sehen und dementsprechend bedanke ich mich recht herzlich bei dir für die tollen Einblicke heute. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es viel, viel Spaß gemacht. Wünsche Ihnen gleich, wenn Sie noch keinen Abend gegessen haben, guten Appetit zu Hause und dir ebenfalls, Herbert. Ja. Alles klar. Mauro, vielen, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns am Börsentag in München und sicher sprechen wir vorher nochmal. Ne? Alles klar. Ja, hier sehe ich. Ja, das kommt sicherlich. Ja, ich sage es an euch. Ich wünsche euch allen zusammen einen wunderschönen Abend. Mauro hat schon gesagt, Feierabendbierchen verdient und ansonsten eine erfolgreiche Handelswoche noch und
Bis hoffentlich bald.